Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Football Manager 2017. Mit dem SK Rapid Wien geht's weiter. Jo, wie ihr zuletzt vielleicht schon sehen konntet, lief das nicht sehr schön. Wir haben das Derby gegen die Veilchen aus Favoriten 2:0 verloren. Ja. Da langsam brennt der Hut jetzt natürlich. Es wird Zeit, da was zu schaffen. Ich sehe Rosenborg, unser nächster Gegner im Heimspiel in der Europa League Gruppenphase. Ich sehe Rosenborg eigentlich mit uns ziemlich am gleichen Level, auf einem Level mit Red Bull Salzburg vielleicht minimal stärker als wir. Sind öfters in der Champions League auch vertreten. Haben auch gegen Red Bull Salzburg gut mitgespielt, aber jo. Haben dann halt die blöde rote Karte bekommen in der Meisterschaft, dann gegen Salzburg verloren, 4-1, also. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, das Ganze wieder umzustellen, weil das 3-4-3 mit den langsamen Innenverteidigern, die wir da haben, vor allem Schösswender und Sonnleitner, sind ja nicht sehr schnell und beweglich, also eher die robusten, zweikampfstarken Verteidiger, Spieler, habe ich mir überlegt, das Ganze umzubauen. Ich werde jetzt das sicherheitshalber schon mal eine 4-2-3-Formation erstellen, dass wir wieder einem alten System spielen, möglicherweise. Das werden wir einstudieren lassen. Jetzt probieren wir es gegen Trondheim, gegen Rosenborg noch einmal mit einer Fünferabwehr quasi mit zwei hohen stehenden Außenverteidigern, also Flügelverteidigern. 5-4-1 ist das jetzt nominell. Ich denke, da sollten wir jetzt ein wenig mehr. Ja, Robustheit in die Abwehr kriegen, mehr Stabilität vielleicht nach hinten. Schauen wir mal, wie uns das jetzt gelingt. Das wird jetzt wahrscheinlich der letzte Versuch sein. Wenn es damit ebenfalls nicht klappt mit dieser Spielweise, dann werden wir wohl die Spielweise wieder umstürzen. Weil natürlich anders wie Trainer Kanadi aktuell wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen, uns als Trainer auch weiterentwickeln. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Also. Da irgendwie großartig mit Zwang oder mit Druck ein System weiter fortzuführen, was nicht hundertprozentig funktioniert oder wo wir unsere Stärken nicht ausspielen können, ist meiner Meinung nach sinnlos. So, Schrammel und Pavelic auf die Außen. So, nicht automatisch, sondern unterstützen sollen die, weil die auch nach vorne gehen sollen. Also die sollen auch da die Dreier dann, also die, was dann nach innen ziehen. Muss ich auch wieder umstellen, nach innen ziehende Stürmer, die angreifen sollen. Und Murk nach innen ziehen, der auch angreifen soll. Tristason ist eh noch verletzt. Tibon Schösswendt und Sonnleitner wieder in der IV. Mocinic passt auch. Da machen wir wieder Balleroberer, der verteidigen soll, also der den Sechser noch zusätzlich da in dem Raum spielen soll eigentlich. Dann haben wir mit Stefan Schwab einen vorgeschobenen Spielemacher, der unterstützen soll, sowohl da als auch nach vorne. Und mit Quilitaia haben wir dann den Zielspieler, der eben auch unterstützen soll, der abtropfen lassen soll auf Schobesberger Murg. Jo, mitnehmen tun wir Maxi Hoffmann, Marvin Potzmann, den wir ja geholt haben, der noch ziemlich jung ist, auch super Außenverteidiger, Flügelverteidiger spielen kann. Der ist sozusagen auch ein Backup. Santo, Grauwatz, Schaub und Steffen Hoffmann und Joel Linton natürlich als Ersatzstürmer, dann als Joker. Ich würde sagen, wir lassen die Mentalität jetzt mal auf Standard wieder, also Balance zwischen. Steht da jetzt so gar nicht, okay, wurscht. Zwischen Abwehr und Verteidigung, also lassen wir das jetzt mal auf Standard. Schauen, wie viele Spezialistenrollen wir haben. Eins, zwei, drei. Ja, wir lassen das auf flexibel. Machen jetzt nochmal die Anweisungen. Das Tempo soll höher sein. Die Breite soll ausgenutzt werden auf weit. Viel mehr Pressing nehmen wir weg. Das heißt, wir gehen nicht ganz auf Pressing, sondern nur auf mehr. Ja, Abwehrreihe lassen wir auf normal, auch wenn die jetzt sehr hoch steht. Natürlich aufgrund für die Außenverteidiger auch vielleicht enger decken. Über die Flügel geben wir da auch an. Pässe in die Tiefe könnte man auch unter Umständen bringen. Direktes Passspiel. Positionen halten.
beziehungsweise das können wir eigentlich auch mal rausnehmen. Nehmen wir dafür mal Pässe in die Tiefe noch dazu. So. Jo, probieren wir es jetzt mal. So würde ich sagen, starten wir mal los gegen Trondheim, also gegen Rosenborg Trondheim. So, ein paar Tage sind es noch bis zum Spiel. Und dann geht es auch gleich ins Auswärtsspiel, glaube ich, gegen Ried. Ne, gegen auch ein Heimspiel gegen Ried, okay. Dann geht es gegen den ÖFB Cup und dann gegen die Admira. Also es sollten schon noch Spiele folgen dann, wo wir hoffentlich wieder mal unsere Qualitäten ausspielen können und gewinnen können. Weil so wie das momentan läuft. Was haben wir denn da? Mario Andrić. Naja, wird mir zwar empfohlen, aber der hat überhaupt keine Qualitäten. Also sicher nicht. Was mache ich mit dem? So. Ja, da gibt es wieder die Taktikvorschläge, wir sollen mit einem 4-4-2 spielen, ja und so weiter und so weiter. Das interessiert uns nicht, weil wir haben unsere eigenen Vorstellungen halt. Jo, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn ihr den letzten Part, also das Wiener Derby gesehen habt, da war ich ziemlich, ja, on fire, ziemlich, ja, entzürnt aufgebracht, weil die Mannschaft einfach irgendwas gespielt hat und ich habe mich da auch wirklich reingesteigert, weil es ein Derby einfach war, Leute. Also ich wollte das unbedingt gewinnen, natürlich Maxi auf meine 45 Minuten, okay. Aber der ist ohnehin auf der Bank. Und das hat mich einfach geärgert, dass wir da nichts hinbekommen haben, überhaupt nichts. Und schauen wir uns mal vielleicht an, wie eingespielt die Taktik schon ist. Naja, auch nicht weniger als die 3-4-3, also das passt eigentlich schon. Die 4-2-3 ist auch halbwegs. Ja, ist jetzt nicht ideal vielleicht, aber ich denke, die 5er-Abwehr sollte auf jeden Fall jetzt passen, noch einigermaßen. So, dann wie gesagt, gehen wir ins Spiel gegen Rosenborg. Die Spieler machen sich noch warm und dann geht es auch gleich los. So, da la, also Fiorentina in unserer Gruppe, da seht ihr nochmal die Gruppe, die werden nur schwer zu schlagen sein. Aber ich muss auch sagen, nominell sind wir auf Platz 2, vielleicht auch aufgrund von Alphabet, glaube ich eher. Wurscht. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir den zweiten Platz, wenn wir unsere Leistung abrufen können, durchaus holen könnten, weil ich Rosenborg, wie gesagt, auf unserem Level sehe. Und ja, die anderen ukrainische Mannschaft, da sagt mir überhaupt nichts. Die haben auch nicht so viele gute Spieler, was ich gesehen habe. Also ja, zweiter Platz auf jeden Fall machbar, sage ich mal. Ob es dann so kommt, werden wir sehen. Motivieren wir noch einmal die Spieler ein wenig und dann starten wir los. Wir natürlich wieder in den grünen Heimdressen da im Manager. Und Rosenborg in den weißen Trikots. Super, nach 7 Minuten wieder mal die erste gelbe für Mocenic. Der macht mich auch noch wahnsinnig mit seinen gelben Karten. Quilitaya. Der probiert's mal, aber. Super, jetzt gibt es auch für Tibon die gelbe wohl. Ne, wird nur erwarnt, zum Glück. Noch keine zweite gelbe. Geht schon Mocenic, Schwab. Schön auf Murg. Flanke ran und Quilitaya mit dem 1 zu 0. Jawohl, so wird's gemacht, Leute. Super Situation, super gespielt. So will ich das sehen. Genau so, Leute. Die Rosenborger jetzt mal die Norweger Helland. Bakenga, aufpassen! Oh, aber Knoflach kann ja noch mit einer guten Parade den Ball aus dem Eck fischen unten.
Ecke von Rosenborg. Thibon kriegt den Kopf, Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone, köpfelt da raus. Freistoß für uns. Aber keine Gelbe für den Gegner. Quilitaer wieder am Ball. Wieder schöner Pass auf Murk. Aber da kommt er. Aber Quilitaer wieder am Ball. Stark von Quilitaer. Wieder ein super Schuss. Allerdings zu zentral. Hansen kann da zur Ecke klären. Also momentan bin ich ziemlich zufrieden, was da meine Mannschaft in den ersten, ja, 26 Minuten abliefert. Quilitaer. Auf Pavelic, Mocinic, Schwab. Ah, der passt da nicht richtig und Jensen kann den Ball abfangen. Abstoß Hansen. Da kriegen wir den Hinweis, dass wir den Stürmer da von den Trondheimern, da ist er, enger decken müssen. Oh! Und der Nachschuss ist drinnen. Schade, Knoblauch kann nur parieren und dann ist da keiner rechtzeitig mehr da, um den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Und es steht leider wieder 1 zu 1. Schade. Jetzt muss es mal gelb geben. Jawohl, gelb für Bakenga. Schobesberger war da im Abseits. So, Leitner kann da gerade so noch rechtzeitig den Schuss abblocken. Oh. Leute, Leute, jetzt häufen sich wieder die. Live natürlich. So. Die Chancen für die Gegner, das gefällt mir überhaupt nicht momentan. Zuerst habe ich die Mannschaft sonst schon so gelobt und jetzt da wieder, da kommt immer so ein Einbruch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das kann nicht nur an der Taktik liegen, oder? Wir haben keine Rote, noch nichts bis jetzt. Und wir gehen dann so stark ein. Entweder das liegt an der Kondi oder das ist ein mentales Problem momentan. Pff, keine Ahnung, was da los ist. Bleiben wir mal ruhig. Könnt immer noch gewinnen, sage ich Ihnen. Schwab, Schobesberger, Mocinic. Ah, wieder irgendwo hin, das gibt's ja nicht. Das sind so Scheißpässe, sorry für den Ausdruck, aber das ist unglaublich. Mocinic sollte ich dann vielleicht auch mal runterholen, damit wir jo, keine Probleme da mehr kriegen. Bringen wir Sreća Grahovac ran. Zentraler und verteidigen. Ich könnte ihm auch irgendwas mitgeben normalerweise, oder? Nur weiß ich nicht, wo das jetzt ist. Normalerweise kann ich ihm beim Einwechseln irgendwas mitgeben auf dem Weg, also dass ich es ihm sage. So oder so, aber weiß nicht. So, den Rest lassen wir noch so, da ja Einzelansprache. Scheint tief in den Gedanken versunken, den Idioten. Ich versuche ihn zu motivieren und was macht der? Schwab scheint müde zu sein. Vielleicht bringen wir dann Steffen Hoffmann als Regisseur dann ins Match. Wieder ein Freistoß für uns. Super. Schwab geht deutlich am Zahnfleisch. Freistoß Grawatz. Oh, schade, der wäre super gekommen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Schwab raus, bringen Steffen Hoffmann ran. Und sonst
Jo, Quilita ist auch schon ziemlich K.O. Dann können wir Joelinton bringen. Machen wir Joelinton auch mal als Zielspieler unterstützen. Das passt nämlich auch gut. Dann brauchen wir nichts ändern am System jetzt unbedingt. Hoffmann, Kravatz. Hoffmann. Joelinton. Schobesberger. Aber der kriegt den Ball da nicht Richtung Tor. Wieder der Norweger Stürmer. Gelbe Karte wieder für uns jetzt. So, Zecchini viel zu viel Platz. Jo, da ist der Schlusspfiff 1 zu 1. Nur schade, wir waren eigentlich für mich schon die bessere Mannschaft. Daher werde ich sagen, ihr habt heute Abend Pech gehabt. Haben immerhin einen Punkt gemacht, also besser als nichts. Vaxlapolta aber hat Fiorentina mit 1-0 geschlagen. Also das ist ungewöhnlich. 120k haben wir erhalten. Hätte ich nicht gedacht. Jo, es geht dann im Heimspiel, wie gesagt, gegen meint, dass Nobota besser bei Prag aufgehoben ist, sehe ich auch so. Vollzeitvertrag anbieten, machen wir das mal so. Jo, Leute, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir kommentiert, ein Like da lässt, meinen Channel abonniert, wenn es euch gefallen hat. Freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback von euch. Jo, bis zum nächsten Part, euer Fredless Zer.